Für Bernhard Probst ist die Landwirtschaft Herzenssache. Der Biobauer setzt in seinem Betrieb auf Vielfalt, ohne sich dabei zu verzetteln. Unsere Standbeine sind Kartoffelbau, Getreide, Feldfutter, Milchviehhaltung, Ochsenmast und Schweinehaltung. Ein paar Hühner haben wir auch noch zum Abrunden. Besonderen Wert legt der Finalist auf die Vermarktung. 150 Mitarbeiter sorgen dafür, dass auf dem Betrieb sowie in Verarbeitung und Verkauf alles rund läuft. Die Landwirtschaft ist unverzichtbar, weil sie der Ursprung für alles ist. Eigentlich auch gesellschaftlich ist der Ursprung immer der Landwirtschaft zu suchen. Und für mich ist es ja unverzichtbare Leidenschaft. Ich bin Anja Radetzky, mit meinem Mann Janusz und unserem Sohn Johann haben wir hier einen besonderen Betrieb aufgebaut. Wir haben gedacht, wir fangen mit allen Idealen an und machen jetzt wesensgemäße Milchviehhaltung. Stolze Kuh heißt der kleine Ökohof in Stolzenhagen an der Oder. Und in der Tat ist der Name hier Programm und Ideal zugleich. Besonders stolz bin ich natürlich auf meine stolzen Kühe und darauf, dass wir hier, was wir hier aufbauen, aus dem Nichts, als Familie, mit wenig Input und mit dem, was die Natur uns gibt. Die unmittelbare Nähe zur Natur, das Arbeiten unter freiem Himmel und die Liebe zu ihren 30 Kühen macht die Biolandwirtin glücklich. Außerdem engagiert sie sich für mehr junge Menschen in der Landwirtschaft. Wir haben hier ein Bündnis Junge Landwirtschaft, ein Netzwerk von Existenzgründern. Wir beraten uns gegenseitig, wir unterstützen uns mit Maschinen, wir unterstützen uns bei der Zucht. Und das ist mir ein großes Anliegen. Eine Traumkulisse mit Blick auf Forgensee und Schloss Neuschwanstein ist nicht das Einzige, womit Franz Kinker aus Rosshaupten die Gäste auf seinem Biohof beeindrucken kann. Hier darf jeder mit anpacken. Wenn der Verbraucher erkennt, was wir tun, ist er auch bereit, unsere Arbeit zu honorieren und auch für die Produkte gutes Geld zu bezahlen, sage ich mal. Vorausschauendes Denken, umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Landwirtschaft und der bestmögliche Umgang mit seinen Tieren. Das überzeugt. Und künftig will der Biobauer mit seinem Mitmachprinzip auch gestresste Manager wieder erden. Wir haben was Besonderes zu bieten. Also wir binden unsere Feriengäste in den Bauernhof mit ein. Und wir haben auch das Ziel, dass wir Leute quasi wieder erden, dass wir denen nahe bringen, was auf dem Bauernhof so passiert. Und das finde ich ist auch eine Öffentlichkeitsarbeit in einer besonderen Form.